Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Schwachsinn hat VW gestern noch knapp herausgefeuert, als es hieß, Martin Winterkorn werde zurücktreten und werde ersetzt. Heute wurde der Schwachsinn von gestern Wolfsburger Realität und die klang dann nicht mehr gar so knackig. Zu diesem Neuanfang, meine Damen und Herren, gehört auch die Nachricht, dass Herr Professor Dr. Martin Winterkorn angeboten hat, von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender zurückzutreten. Diese Entscheidung hat das Präsidium mit großem Respekt für Herrn Dr. Winterkorn entgegengenommen. Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Seine Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen in dieser schwierigen Situation für Volkswagen und damit ein deutliches Signal zu setzen, haben wir mit größter Hochachtung zur Kenntnis genommen. Aber ist damit die Affäre um die manipulierten Abgaswerte überstanden? Ist das Problem gelöst und ist VW damit gerettet? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und bei uns sind die ehemalige Ministerin für Verbraucherschutz, Renate Künast, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union und Unternehmer Michael Fuchs, der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup und der passionierte Porsche-Fahrer und stellvertretende Chefredakteur der Weltgruppe Ulf Poschardt. Herzlich willkommen. Frau Künast, war es höchste Zeit, dass Martin Winterkorn zurückgetreten ist heute? Es war Zeit. Ich begreife das mal so, als hätte er jetzt VW einen letzten Dienst erwiesen. Aber ich glaube, dass das nur ein Anfang einer Veränderung war. Also wie bei Ihrem Einspielfilm, muss ich mal sagen, wenn gesagt wurde, Herr Winterkorn wusste von dieser Manipulation nichts, da frage ich mich, wie kann man als Aufsichtsratsvorsitzender nicht wissen, was hat er eigentlich von der Sorgfalt her in sein Unternehmen reingegeben? Er war ja Vorstandsvorsitzender. Ja, genau. Aber was hat er da reingegeben, was hätte er... Welches Controlling hat er aufgebaut? Du kannst ja im digitalen Zeitalter nicht solche eine Software installieren, ohne dass einer kontrolliert, ob da Fehler oder Missbrauch passiert. Aber ich glaube, das ist der Anfang von einer Umstrukturierung bei VW. Also die werden sich überlegen müssen, ob sie grundsätzlich gut und richtig personell und von den ganzen Arbeitsstrukturen her aufgestellt sind. Und sie müssen sich, ja, ich meine, ich glaube, dass sie jetzt durch ein tiefes Tal gehen werden, um sich überhaupt Vertrauen wieder zu erarbeiten, dass sie nicht systematisch Verbraucherbetrug begehen. Herr Poschardt, Sie haben ihn ein paar Mal getroffen. Sie haben Interviews mit ihm gemacht, mit Martin Winterkorn. Bedauern Sie den Rücktritt? Nein, ich habe ja, mir war eigentlich in dem Moment klar, als die Dimensionen des Betrugs bekannt geworden sind, da führt kein Weg vorbei. Wann jetzt, Sonntag schon oder Montag? Montag. Ich habe ja dann Montag kommentiert für die Zeitung Dienstag. Wir haben es Montagabend auf der Seite gehabt und da hatte ich geschrieben, wer ihn kennt, weiß, das ist keiner, der sich vor Verantwortung drückt. Mhm. Im Gegenteil, er ist ein sehr bemerkenswerter Mann, weil er anders als viele Lenker von so großen Unternehmen, das ist ein Arbeiterkind. Das heißt, das ist nicht jemand, der mit dem goldenen Löffel und Internat und dann die Elite-Karriere, sondern es ist jemand, der es wirklich von ganz unten nach ganz oben gebracht hat. Und der hat so einen protestantischen Arbeitsethos. Der verknüpft es auch mit so einem moralischen Selbstverständnis dessen, wie er seine Arbeit wahrnimmt, die Verantwortung für diese Mitarbeiter, für das Team. Und als dann klar geworden ist, was für ein Riesenmist das ist, um es vorsichtig zu formulieren, da war mir eigentlich klar, ich habe ihn zweimal wirklich sehr, sehr lange gesprochen und sprechen können, auch on the record, off the record, dass es jemand, der wird diese Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, und das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, aber vielleicht darf man das um diese Zeit, das wird ihn einfach nicht mehr loslassen. Weil er war schon sehr beseelt von dem Gedanken, dass er das Unternehmen in einem guten Zustand jemand übergeben kann. Die Idee war ja, dass man jemanden jetzt in den Vorstand holt, der in den nächsten zwei Jahren sozusagen angelernt wird, um dieses riesige, komplexe Universum zu übernehmen. Und er hatte da Freude daran. Ich glaube, auch die Vorstellung, in den Aufsichtsrat zu wechseln, hat ihn gefreut. Er hatte sich in München ein Haus gekauft, weil er auch näher beim FC Bayern sein wollte. Also er hatte eigentlich einen Plan für sein Leben, wie es aussehen könnte.
Aber und darauf hat er sich gefreut. Und ich glaube, das ist alles futsch. Da muss man jetzt kein Mitleid haben, weil man sagen, der Mann hat gut verdient. Er hat diese Verantwortung scheinbar an ein paar Punkten nicht gerecht geworden. Aber als ich es gehört habe, und wenn man ihn ein bisschen kennt, dann kann man sich vorstellen, das hat man ja auch gestern in dem Video gesehen, der leidet wie ein Hund. Gucken wir uns gleich nochmal an, Ausschnitte aus dem Video. Aber erst will ich fragen, Herr Bontrup, hilft es dem Konzern jetzt, dass er zurücktritt? So klang es eben aus dem, was Herr Huber gesagt hat, aus dem Präsidium des Aufsichtsrats. Und so klingt es auch ein bisschen, wenn Frau Künast sagt, es ist ein letzter Dienst, den er dem Unternehmen bringt. Ja, also natürlich muss jemand, der an der Spitze eines Unternehmens steht, Verantwortung übernehmen. Er muss für Systeme sorgen, dass sowas nicht passiert. Aber ich will jetzt auch mal... Und ist es überhaupt Verantwortung übernehmen, wenn man sagt, ich gehe? Ja gut, das war sein Lebenswerk und das ist jetzt zerstört worden. So ein Abgang wünscht sich ja niemand. Und das muss ich auch mal sagen, da will ich auch eine Lanze für ihn brechen. Er war, glaube ich, schon ein guter Unternehmer, Lenker. Er war ein guter Vorstand. Ich mache das daran fest, weil er partizipativ gearbeitet hat. Ich habe mal ein Interview heißt von was? Ihm. Ja, er hat die Belegschaft mitgenommen. Er war nicht jemand, der nur das Kapital gesehen hat, sondern er hat die Arbeit, die Beschäftigten immer mitgenommen. Er hat in einem Interview mal einen Satz gesagt, der hat mir sehr imponiert. Er hat gesagt, wenn der Herr Osterloh, der Konzernbetriebsratsvorsitzende, in mein Büro kommt, dann weiß ich, dann kommt nicht nur Herr Osterloh in persona in meinem Büro, sondern dann kommt die ganze Belegschaft in meinem Büro. Das ist Partizipation, das zeigt auch, dass er für die Menschen war und das zeigt auch seine Herkunft, Arbeiterkind und so weiter. So, aber er hat jetzt dafür die Verantwortung, das verdient Respekt, aber das löst das Problem nicht. Okay. So, und ich glaube, das, was da jetzt passiert ist bei Volkswagen, ist, wenn man das ökonomisch, betriebswirtschaftlich betrachtet, ja, das ist ein GAU. Das ist ein GAU, werde ich gleich sicherlich auch noch mal die Gelegenheit haben, den GAU ökonomisch ein Stück weit näher zu erklären. Ja, wir gucken jetzt erst noch mal auf den Rücktritt, für eine Sekunde mindestens. Herr Fuchs, überall ist heute und auch gestern schon geschrieben worden, er müsse zurücktreten. Erst sagt dann der Konzern noch Schwachsinn. Aber warum war er dann offensichtlich doch nicht mehr tragbar? Ich glaube, er hat es richtig gemacht. Er hat erkannt, dass die Situation unhaltbar wird, denn das kumulierte ja in den letzten Stunden, kann man ja nicht nur sagen. Wenn Sie sehen, dass jetzt über 11 Millionen Fahrzeuge gesprochen wird, die manipuliert sind. Und das ist ja nichts anderes als Manipulation. Beziehungsweise die Software haben, um zu manipulieren. Ja, genau, manipuliert wurden im Bau dieser Fahrzeuge. Man hat ja diese Software, irgendeiner muss sie eingebaut haben. Ja. Da wird sie auch irgendeiner benutzen, da wird auch irgendeiner mit Sicherheit für verantwortlich sein. Und diese Verantwortlichkeiten liegen mit Sicherheit in der Vorstandsebene. Vielleicht nicht beim Vorstandsvorsitzenden, aber in der Vorstandsebene schon. Irgendein Einkaufsvorstand muss Chips gekauft haben. Ein Entwicklungsvorstand muss diese manipulative Software, erdacht, erfunden oder sonst irgendwas haben. Die fällt ja nicht vom Himmel runter. Die wächst doch nicht auf den Bäumen. Also es muss schon irgendwie, wirklich ein kriminelles Verhalten vorhanden gewesen sein in dem Konzern. Und dass der Vorstandsvorsitzende, egal ob er es gewusst hat oder nicht gewusst hat, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Echt nicht? Die Konsequenz daraus zieht für sich, finde ich, angebracht und in der Situation auch angemessen. Es muss jetzt so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Es muss in dem Konzern aber auf der anderen Seite auch so schnell wie möglich neue Führung her. Denn ein großes Unternehmen wie VW mit den Problemen, die es jetzt hat, die es ja mehr oder weniger über Nacht hat, das muss man ja mal sagen. Vor einer Woche hat kein Mensch von uns was davon gewusst, was da passiert ist. Das muss jetzt ganz flott nach vorne gehen. Gucken Sie sich nur den Aktienkurs an, gucken sich die Investoren an, die sich da wahrscheinlich ziemlich abwenden werden. Das wird eine schwierige Situation. Und ich finde das deswegen auch in Ordnung, dass Herr Winterkorn die Konsequenzen gezogen hat. Er hat dazu was gesagt heute. Da hat er aber dann anders als gestern eine schriftliche Erklärung gegeben. Und da kommt im Übrigen auch vor, was mich im Gegensatz zu Ihnen, Herr Fuchs, total interessiert, dass ob er einen persönlichen Anteil an den ganzen Manipulationen hat, beziehungsweise ob er was wusste davon. Warum tritt er zurück, wenn er nichts falsch gemacht hat? Also ich habe das Gefühl, das ist aber eine Formulierung, mit der er sich selber retten will. Er muss was falsch gemacht haben, weil sonst hätte er an dieser Stelle sagen können, wir haben im Vorstand, wir haben in anderen Management-Ebenen darüber geredet, wie wir als VW den Einstieg ins digitale Zeitalter machen. Was wir mit der Software in den Autos, die wir verkaufen, eigentlich anstellen. Und dass das sozusagen
auch im digitalen Zeitalter das Pfund für das Auto ist. Ja, der VW, sagt man immer, läuft und läuft und läuft, positiv gesehen. Aber im digitalen Zeitalter muss man, das weiß ja jeder Automobilhersteller, mit den Daten, die da anfallen, ordentlich umgehen. Also mit unseren privaten Daten, welche Musik haben wir gespielt, welche Adressen angefahren. Heißt. Und auch mit der Frage, ob die Software trickst, weil sie erkennt, dass jetzt ein Test gefahren wird. Da muss er irgendwann mal eine klare Ansage gemacht haben, dass VW eine bestimmte Wahrheit und Sicherheit für die Kunden anbietet. Zweitens, es muss ja mal darüber geredet worden sein, wie sie eigentlich mit ihrer, ich sage jetzt mal, alten Dieseltechnologie auf dem US-Markt gute Testwerte hinbekommen. Mhm. Also das kann ich mir ja nicht vorstellen, da wäre ja kein Vorstandsvorsitzender. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass er was wusste? Naja, ich mache anders als Herr Fuchs. Ich weiß nicht, ob er was wusste. Ich sage immer nur, er muss doch diese... Er hat gesagt, es ist ihm nicht wichtig. Ja, ist ihm nicht wichtig, verstehe ich ja. Aus Ihrer Sicht. Aber dann hat er eine Sorgfaltspflicht und er hat das Unternehmen gemanagt. Das heißt, wissen Sie, sowas wie, wenn wir Software ins Auto einbauen und die Leute machen sich Sorgen, das kennt man ja auch von allen anderen Automobilherstellern, sich genau überlegen, wie mit den Daten umgegangen wird, dann wird er eine Besprechung haben über diese Frage, welchen Standard setzen wir ein? Wie schützen wir unsere digitale Ebene und die Software gegen Fehler, Missbrauch, Eingriffe? Er wird auch die Debatte, wenn ich das noch sagen darf, geführt haben, wie kriegen wir unsere Dieselfahrzeuge auf den US-Markt? Wie bewerben wir sie? Und das, also eins kann mir jetzt keiner erzählen, dass er nicht irgendwie weiß, wie viel hinten an Schadstoffen aus dem Auto rauskommt. Wir reden über das Sechsfache, also 80 Milligramm mal 6, das haben die mal 6 so viel, ist man über dem erlaubten Wert gewesen. Und das muss doch jemand im Vorstand wissen oder das muss er auch abfragen, was können wir tatsächlich. Und deshalb er hat sich doch immer selber verstanden, Martin Winterkorn. An mindestens 2 Ebenen ist er seiner Pflicht nicht nachgekommen. Das sind auch genau die Ebenen, wo VW sich in Zukunft komplett neu aufstellen muss, weil sonst die Technik egal ist. Er sagt aber, er sei sich keines Fehlverhaltens bewusst gewesen, Herr Poschert. Glauben Sie das oder vertrauen Sie darauf, wenn sich doch Martin Winterkorn als jemand verstand, der mit jeder Schraube praktisch im Auto persönlich bekannt war? In der Tat, das ist so eine der wirklich interessanten Fragen. Anders als Frau Künast würde ich da jetzt keine Vorverurteilungen, auch wilden Spekulationen. Ich kann nur ein Indiz sagen. Okay. Das Bemerkenswerte an Martin Winterkorn ist, wenn man ein Petrolhead ist, ist ein Autoverrückter, man kann mit ihm über Kotflügel, Kühlritzen, Unterschied beim Lamborghini so und so zum Porsche so und so, er kann es sofort zeichnen. Das heißt, er ist wie all diese Jungs, die dort in dem Konzern erfolgreich sind, total, wie man in Amerika sagt, ein Car-Guy. Es gibt ja Unternehmen, die Franzosen haben... Autobesessen, glaube ich, trifft es am besten so. Und in der Tat hat er eine hohe Detailkompetenz. In der Tat ist er als so ein Detail-Nerd berühmt. Es gibt dieses YouTube-Video auf der IAA, wo man ihn sieht, wo er wirklich mit dem Maßstab Dinge abnimmt. Also, es ist in der Tat so, dass sich Martin Winterkorn wirklich für alles interessiert und interessieren will. Allerdings, wer ein modernes Auto kennt und sich mal angeguckt hat, das ist ein derart komplexes Universum, dass es durchaus möglich ist, dass ihm gerade da irgendwas entgangen ist. Ich will das jetzt mal einmal. Das ist aber auch wild spekuliert. Ich spekuliere überhaupt nicht. Ich sage einfach, ich sage es möglich, es sind lauter Konjunktive. Küchenpsychologie. Ich will damit sagen, also, es ist in der Tat so, er hat sich immer sehr viel drauf eingebildet und hat damit auch ein Renommee gehabt in seinem Haus. Ich kenne jedes Detail, alles, was ihr sagt. Ich verstehe das, ich bin Ingenieur, ich bin Naturwissenschaftler. Kommt zu mir und wir besprechen das. So, das spricht dafür. Ich glaube allerdings, es gibt einen anderen Punkt, der in der Diskussion vielleicht noch mal so ein bisschen beleuchtet werden muss. Dieses Amerika-Geschäft ist seit jeher eines der großen Schwächen von VW und auch von Martin Winterkorn. Genau. Umso genauer hätte er doch da hingucken müssen, dass da nicht schief ist, oder? Wie gesagt, wir rätseln ja alle und das Tolle an Aufklärung ist, wir werden es rausfinden, die Medien sind jetzt alle drauf, wir gucken da mit dem Scheinwerfer, mit der Lupe, wir werden uns das alles angucken. Mhm. Ich versuche es zu erklären, das war
seit Jahren ein Riesenproblem. Man hat eine falsche Modellpolitik gehabt, man hat scheinbar keine guten Manager gehabt, die haben ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und da kann man sich vorstellen, dass es eine Situation gab, Mensch, wenn dieser Chatter oder dieses Mittelklasse-Modell, wo wir in diesen Markt rein wollen, auch nicht hindern, kriegt ihr das hin, kriegen wir diese Abgaswerte hin? Und dann werden die Ingenieure gesagt haben, klar kriegen wir das hin. Und wie das dann gemacht worden ist, ist eine Frage. Man muss auch noch mal eine Sache zur Ehrenrettung bei diesem Ganzen. Diese Umweltwerte, ist ja auch irre viel Popanz dabei. Diese Verbrauchswerte, die wir haben. Jeder weiß, ich habe einen Golf, der braucht im Prospekt so und so viel. Wenn ich ihn richtig zügig fahre, dann braucht er 2 Liter mehr. Wenn ich aber schleiche, dann braucht er ein bisschen... Dann braucht er ein bisschen weniger. Die Werte stimmen und in der Realität nie mit den Testangaben überein. Ja, man kann jedes Auto so fahren, dass die Testwerte das stimmen. Das weiß sogar die EU-Kommission mehr als Sie. Ja. Jetzt gehen wir kurz von dem Punkt weg. Ich will da später noch zurück, wenn Sie es gestatten. Ich möchte bleiben bei dem Punkt, halten Sie es für glaubhaft und dann auch noch für richtig, dass er zurücktritt, obwohl er sich keines Fehlverhaltens bewusst ist? Nein, das ist ja dann so, dass ein ungeheurer Druck auf einen einprasselt, auch von außen. Mhm. Und dann entsteht eine Situation, ja, wo man dann persönlich dann auch sich fragt, halte ich das aus, will ich das auch aushalten? Oder ich mache jetzt hier einen Schlussstrich und trete zurück. Und ich glaube, so eine Situation, da kommen auch Politiker übrigens in solche Situationen. Das ist ja auch nicht ein erster Fall, auch nicht in der Wirtschaft, auch nicht in der Politik, wo dann jemand zurücktreten muss. Aber er hat die Verantwortung darüber noch. Aber ich glaube auch, da bin ich bei Frau Künast, ich glaube auch nicht, dass er sich da ganz frei sprechen kann, dass er gar nichts gewusst hat. Ich war ja auch mal eine Zeit lang Vorstand in einem größeren Unternehmen, der Stahlindustrie. So, und ich war 36 Jahre, als ich Vorstand wurde. Aber ich muss sagen, ich habe auch damals nicht alles gewusst. Und das kann auch nicht ein Vorstand. Sie waren Personalvorstand? Ich war Personalvorstand, damals. Ja. Und aber Arbeitsdirektor der Stahlwerke AG, was eine Thyssen-Tochter ist. Eine Thyssen-Tochter damals. So, und man muss aber Systeme schaffen. Man muss solche Kontrollmechanismen schaffen. Das ist die eigentlich originäre Aufgabe eines Vorstandes, dafür zu sorgen, dass so etwas dann nicht passiert. Deshalb habe ich Sie eben gefragt, als Sie seinen Führungsstil als partizipatorisch charakterisiert haben, dann wäre es ja im glücklichen Fall so gewesen, dass jemand kommt und sagt ihm was. Ja, das ist das eine. Das ist das innere Verhältnis, dieses vernünftige, diesen Ausgleich, den Volkswagen auch immer gesucht hat zwischen Kapital und Arbeit. Auch aufgrund des Mitbestimmungsgesetzes dort. Das hat ja auch eine Tradition, ist ja auch eine Besonderheit. Das geht ja weit über die 76er Mitbestimmung auch hinaus. Aber er hat auch eben, weil er auch ein Besessener ist, er ist ein leistungsorientierter Mensch, er wollte Volkswagen zum größten Konzern der Welt machen. Das hat er 2009 verkündet, auch in einem Geschäftsbericht ist das veröffentlicht worden. So, und dann entsteht natürlich im Innenverhältnis eines solchen Konzerns ein ungeheurer Druck über die einzelnen Hierarchien. Ja, die Analysten von außen machen Druck. Herr Winterkorn, Sie haben gesagt, Sie wollen die Nummer 1 sein. Warum sind Sie immer noch die Nummer 3 und noch nicht die Nummer 1? So, und dann kann sich sowas auch verselbstständigen auf unteren Ebenen, dass dann manipuliert wird. Ja, das kann man nicht ausschließen. Aber Winterkorn hat interessanterweise, also ich teile Ihre Einschätzung, Winterkorn hat aber... Er hat den Analysten eigentlich immer den Finger gezeigt, und zwar den Stinkefinger, weil er hat die Autos viel zu teuer gemacht. Also die zweite Kritik von Pirch war ja, Herr Winterkorn, Sie setzen immer auf Qualität, das muss perfekt sein. Und er hat ja anders als andere Hersteller, ich bin mir sicher, das haben Sie auch schon mal analysiert, er hat nie billige Sachen gemacht, sondern er hat die Autos höchstwertig gemacht. Und ich glaube, ich wollte es nur noch mal sagen, weil Sie gesagt haben, es geht um das Verhältnis von Kapital und Arbeit, das partizipatorisch teile ich auch, diese Autobesessenheit, der wollte eben wirklich, wenn er in einem Auto war, das gibt, ich kann es nicht sagen, was war off the record, wie er reagiert hat, wenn irgendwo was klappert. Das war für ihn nicht hinnehmbar. Ja. Und da hat er alle Analystenratschläge zu sagen, ist doch vollkommen egal, ist eh besser, gewinnt jeden Test. Ja. Lassen Sie sich. Bin ich ganz besessen von der Sache. Und deshalb hat VW ist ja auch immer kritisiert worden, die Renditen stimmen nicht. Genau. Von den Aktionären. Volkswagen hatte immer schwache Renditen. Absolut. Ja, und das hängt damit zusammen, weil man auch auf Qualität, weil man partizipativ die
Die Menschen sind bei Volkswagen immer anständig bezahlt worden, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das ist natürlich Das ist kein anderes Thema. Das gehört holistisch, wenn Sie den ganzheitliche Betrachtung machen, gehört das auch dazu. Absolut. Nur jetzt, Herr Bontrup, ist ja eine vollständig neue Situation entstanden, dadurch, dass am Sonntag der Konzern zugeben musste, dass man eine manipulative Software in die Dieselfahrzeuge eingebaut hat, die die Abgaswerte künstlich reduziert. An dem Punkt waren wir jetzt. Ja. Es hat sich zwei Tage zugespitzt und immer weiter aufgebaut. Der Druck, von dem Sie sprechen, heute ist er zurückgetreten. Gestern noch sah sich absolut als weiterer Teil der VW-Familie. Und deshalb die Frage, wie geschickt ist denn eigentlich das Krisenmanagement im Moment in diesen Tagen bei den Konzernen, bei den Wolfsburgern gelaufen, mindestens nach dem, was bislang nach außen gedrungen ist, zum Beispiel das. Wir klären das auf. Er sah sich als Teil dessen, Herr Fuchs. Ich weiß nicht, was Sie gestern gemacht haben. Sie werden das aber mitbekommen haben. Haben Sie da noch, haben Sie da Verständnis gehabt, dass er wirklich ernsthaft glaubt, er könne im Amt bleiben? Das ist eine schwierig zu entscheidende Frage. Denn ich, man muss sich ja auch in der Situation des ungeheuren Drucks, der auf einem lastet, bewusst sein. Mhm. Dass da Druck von allen Seiten gekommen ist, das ist vollkommen klar. Dass die Anteilseigner Druck ausgeübt haben, die Familien, die da drinnen hängen, Druck ausgeübt haben. Das ist natürlich auch der Aufsichtsrat, vor allen Dingen das Aufsichtsratpräsidium unter Umständen Druck ausgeübt hat. VW ist ja zum Teil auch ein Staatsunternehmen. Sie wissen, dass also 20% beim Land Niedersachsen sind. Deswegen ist ja auch Herr Weil und Herr Lies im Aufsichtsratspräsidium. Das sind ja Situationen, die sind enorm schwierig. Und dass das vielleicht dazu geführt hat, dass er sich überlegt hat, dass er, wie auch immer, jetzt die Verantwortung übernehmen muss, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dass sich das innerhalb von 24 Stunden auch hochgeschaukelt hat, ist der Fall. Denn eins steht ja fest, die Diskussion ist ja nicht zu Ende. Es wird ja gewaltige Summen Geld kosten. Das wollte ich gerade sagen. Die Dimension ist doch erheblich. Wird den Konzernen erheblich belasten, ja. Und zwar über Jahre hinaus. Das ist nicht kurzfristig. Das Problem ist auch, das Image von VW ist erheblich beschädigt. Und das wird eigentlich auch nur machbar sein, das mit einem Neuanfang hinzubekommen. Deshalb die Frage nochmal, war denn das dann nachvollziehbar und war er da gut beraten von seinen Leuten oder auch von sich selbst dann noch zu sagen, Leute, wissen Sie, ich stehe für diesen Neuanfang. In so einer Situation stehen im Konzern 25 Mann um Herrn Winterkorn rum. Der eine redet in die eine Richtung, der andere redet in die andere Richtung. Und dann ist jeder nicht so klar im Kopf. Dann hat er wahrscheinlich noch mal eine Nacht drüber geschlafen und es für sinnvoller erachtet, heute mit dem Präsidium des Aufsichtsrats gemeinsam zu beschließen, dass er zurücktritt. Hat er sich für unersetzbar gehalten? Ich meine, das ist immer so ein Problem. Wer ist unersetzbar? Alle Friedhöfe sind voll von Leuten, die geglaubt haben, sie seien unersetzbar. Ich sag mal, wenn Sie das so sehen, dann gibt es natürlich sehr viele, die dann glauben, nee, also ohne mich geht VW nicht. Das war ja nun auch der Machtkampf zwischen Pirsch und Winterkorn, der ja durch die Presse gegangen ist. Und da hieß es ja, es geht nicht ohne Winterkorn. Herr Poschert hat das ja eben auch begründet. Also die Situation war so eskaliert, dass für ihn überhaupt keine Alternative mehr da war. Ich glaube, das hat er eingesehen. Und jetzt ist es allerhöchste Zeit. Und Herr Weil hat ja in einem Interview heute Abend gesagt, dass ganz schnell eine Lösung gefunden werden muss, dass ganz schnell ein neuer Mann ran muss. Dass ganz schnell jemand gefunden werden muss, der jetzt aus dieser schwierigen Situation herausführt. Denn wir machen uns nichts vor. Das Spiel wird richtig übel werden. Die Zahlen, die VW zurückgestellt hat mit 6,5 Milliarden, die halte ich für relativ konservativ geschätzt. Das kann also auch durchaus noch in eine andere Richtung laufen. Das heißt, Sie sehen den Konzern existenziell bedroht? Ich will nicht sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. VW ist so ein großes Unternehmen und auch so ein starkes Unternehmen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es eine Existenzbedrohung ist. Glauben Sie, aber dass das massivste Einbrüche geben wird, das ist klar. Gucken Sie sich nur den Aktienkurs an, der spiegelt das ja wieder. Ich meine, ich glaube, vor zwei Tagen... Wobei, der erholt sich ja jetzt gerade wieder. Ne? Das ist ja auch glauben so. Sie, dass der Konzern existenziell bedroht ist, Herr Bontrup? Ich denke schon, weil man muss sich die Zahlen angucken. Ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt. Volkswagen hat zurzeit noch ein Eigenkapital von etwa 87 Milliarden Euro. Das ist eine gigantische Zahl. Ja. Aber auch enorme Verbindlichkeiten, also Fremdkapital von gut 260 Milliarden. So, und wenn es richtig ist, es gibt erste Hochrechnungen, die reden von einem Schaden von 40 Milliarden, dann ist das halbe Eigenkapital verbraucht.
So, und das wird Auswirkungen haben. Durch die Strafzahlungen, die man leisten muss, durch die Schadensersatzforderungen, die erhoben werden, Sammelklagen werden in den USA vorbereitet. So, wenn ein Unternehmen mit einem Schlag die Hälfte des Eigenkapitals verliert, dann kann man von einer wirklich existenziellen Krise sprechen. Und wir müssen ja sehen, das Unternehmen muss hier mit am Markt etwa 200 Milliarden Euro Umsatz generieren und umschlagen. So, das muss man ja in Relation setzen. So, und damit ist dieses Unternehmen, ist dieser Konzern weltweit in eine massive Schieflage gekommen. Und das wird Auswirkungen haben. Ich kann mir vorstellen, dass der Stadtkämmerer von Wolfsburg, der rechnet schon mit seinem Taschenrechner den ganzen Tag, weil es demnächst nämlich keine Gewerbesteuer mehr gibt. Ja, weil der Gewinn lag, und das war ein ausgesprochen gutes Jahr, Sie werden es bestätigen, lag im letzten Jahr bei etwa 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro Gewinn, Überschuss nach Ertragssteuern. Das war ein super Jahr, das hat auch schlechtere Jahre gegeben. Und da können Sie sich vorstellen, dass in den nächsten Jahren keine Gewinne anfallen, Verluste. Und was heißt das? Das heißt auch, dass der Steuerzahler insgesamt in Mitleidenschaft damit gerät, weil natürlich der Staat keine Steuereinnahmen bekommt. Und das ist auch für eine Stadt wie Wolfsburg zum Beispiel oder auch andere Städte, die auch da dran sind. Das Land Niedersachsen ist das eine Katastrophe. Und übrigens wird es auch der Fußballclub merken, der VfL Wolfsburg. Da kann man nicht mehr dann Spieler verkaufen wie den Schürrle für 34 Millionen, die dann auf die Ersatzbank setzen. Sind also nachher die Arbeitnehmer, die Angestellten von Volkswagen, Frau Künast, die Steuerzahler, das Land Niedersachsen, sind das diejenigen, die echte Verantwortung nehmen müssen, obwohl sie gar nichts dafür können? Das sind die das Problem als erstes auf ihren Schultern spüren werden, weil wenn keiner VW Diesel kauft, steht auch keiner am Band und produziert VW Diesel. Das ist die ganze Tragik. Und ich glaube auch, wie Sie es gesagt haben, also ich glaube auch, dass da für VW wirklich nicht nur schwere Zeiten, sondern existenzielle Zeiten da stehen, weil Sie haben es ja angetippt, all die Klagen, Schadensersatzklagen und so weiter, die da kommen werden, die kein Mensch heute genau beziffern kann, und die großen US-Büros, Anwaltsbüros kennen da gar nichts, und die Schadensersatzsummen sind dort andere als im deutschen Recht. Also das ist, glaube ich, ein Albtraum, was da vor VW steht. Und die müssen ja jetzt diesen Albtraum, der da als Reaktion kommt. Und die lange Prozessdauer, ja, genau, Frau Kühner, ja, das dauert dazu. Ewig. Und du musst Anwälte bezahlen und noch eine Instanz. Das ist sozusagen ein Nightmare, ein Albtraum, der läuft. Und zeitgleich müssen sie jetzt anfangen. Da halte ich jetzt auch im Nachhinein, Herrn Winterkorn, die Sätze von gestern gar nicht mehr vor. Da war der noch in der Wahrnehmungsphase, glaube ich. Er musste erst mal gucken, wahrnehmen, was da passiert wirklich. Aber jetzt müssen die sich, ich glaube, komplett neu aufstellen. Und wenn ich das mal sagen darf, Sie haben es da angetippt, die müssen sich wirklich, ich glaube, das habe ich vorhin reagiert, als Sie gesagt haben, Mitbestimmung und gute Löhne. Das mit den guten Löhnen ist richtig, aber davon... Ist ja richtig, aber davon unabhängig müssen die sich fragen, ob die ganze Art, wie die auf der Vorstandsebene und so weiter Unternehmen miteinander gearbeitet hat, eigentlich eine gute Struktur war für moderne Autos, für ein gutes Controlling, für Kreativität und Leute, die da mal quer reingehen und Fehler finden, oder ob es eine schlechte Struktur war. Das müssen die sich überlegen. Sie müssen sich auch überlegen, das ist mir ein wichtiger Punkt, dass sie, wissen Sie, wir haben ja versucht, durch diesen Betrug alte Technologie in den USA zu verkaufen. Und ich sag mal, meine Tragik ist, jetzt reden wir über VW und die ganze Tragik, die da kommt. Morgen früh bin ich zum Frühstück eingeladen mit dem Tesla-Chef, der uns erzählen wird als Abgeordneten, was er mit Elektromobilität in Deutschland, in Europa alles anfangen will. Ja, aber sehen Sie mal, so ist es. Während die einen ein ganz großes Problem haben und sich neu aufstellen müssen, sitzen die anderen strahlend da und sagen, wie wir machen keine Gewinn. Noch nie ein Cent, Frau Künast. Und die Autos kosten über 100.000 Euro. Zu Ende, ja, weiß nicht, ob das so ein Massenprodukt ist. Wir kommen auch weg von dem eigentlichen Punkt. Den Show, wie man weiß, ja, was kommt, sage ich zu Ihnen auch nicht. Also, man weiß, was kommt bei Ihnen. Also, die Frage ist doch, Sie haben alte Technologie bei dem Diesel, obwohl Sie wussten, dass Sie weit über den erlaubten Wert, getrickst. Das ist ein Misstrauen, das Sie für sich selber gesetzt haben. Die müssen einen Neuanfang machen. Sie müssen sich auch mit der Technologie aufstellen. Und jetzt will ich noch einen Gedanken sagen, was das Tragischste ist. Darf ich an den erstmal anknüpfen, dass wir den nicht verlieren, Ihren Gedanken? Denn in der Tat ist es ja so, dass bei vergleichbaren Fällen sind die Strafen nur dann einigermaßen erträglich ausgefallen, wenn die Behörden
diejenigen, die die Strafen zu verhängen hatten, nicht die Gerichte, dass sie sehen konnten, da ändert sich grundsätzlich was in dem jeweiligen Konzern. Siemens, andere haben solche Fälle auch schon gehabt. Deshalb noch mal geguckt auf den Fall jetzt. Da muss man ja sagen, es ist doch ganz interessant, dass VW nach allem, was wir so nachlesen können, das wird noch genauer zu recherchieren sein, schon Ende 2014 Kunde davon hatte, dass sie ertappt waren. Schauen wir uns das mal an. Herr Porschert, ist es vorstellbar, dass der Vorstandsvorsitzende nicht davon erfahren hat? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Aber wie gesagt, das muss, also heute, wenn diese drei Aufsichtsräte eines klar gemacht haben, wir werden zwei Sachen zu tun haben. Das eine, das mit dem Neuanfang, da würde ich gerne auch gleich noch mal was dazu sagen. Das andere ist, wir brauchen eine hohe Konsequenz und einen langen Atem, war, glaube ich, die Formulierung von Wolfgang Porsche. Die werden das alles aufrollen. Es gibt jetzt keine Alternative. Und ich denke, wir werden als Journalisten alles erfahren. Sie als Politiker werden es erfahren. Die akademische Öffentlichkeit wird das sicherlich auch noch mal nachrecherchieren. Ich freue mich auf die Forschungsstipendien, die dort reingehen können, um das alles aufzuarbeiten. Das ist ja ein hochinteressanter Fall. Ich will nur eine Sache, das habe ich jetzt zweimal, Frau Künast, und ich ziehe es zurück, das war eine blöde Bemerkung von mir. Und ich finde, ich lerne ja immer viel von Ihnen, allerdings nicht so, wenn es um Autos geht. Weil Sie ja 2007, ja schon empfohlen haben, kaufen Sie Hybrid. Dann, wenn man sich die Ökobilanz damals von dem Prius anguckt, ist nicht so doll, wenn man sich die Batterietechnologie anguckt und so weiter. Zu sagen, in Amerika ein VW 2,0 TDI ist alte Technik, stimmt. Tesla ist für die Elite der Millionäre und Multimillionäre, die sich so ein Auto hinstellen können, im bürgerlichen Zehlendorf auch super angesagt. Das ist aber kein Volumenmodell. Da sind wir ganz weit davon entfernt. Heißt und was? Gucken Sie, was ist ein Volumenmodell? Weil ich Volumenmodell noch heißt die Autos, mit denen man die großen Margen machen kann, weil dort einfach sozusagen am meisten umgesetzt wird. Und dann setzen sich, wissen Sie, was die drei meistverkauften Autos in Amerika sind? Die gehen weg von der Struktur. Nein, ich will ganz kurz nochmal. Das sind drei Pickups. Und dann setzen sich in so ein Auto rein und dann reden wir über alte Technologien. Wirklich, und damit sind die Golf Diesel sozusagen Raumschifftechnologie. Ja. Insofern sollten Sie als Politikerin, das haben Sie immer wieder gemacht, die deutsche Autosindustrie nicht so madig machen und die Grünen nicht immer, wenn die deutsche Autoindustrie ein Problem hat, voll reinspringen, nie solidarisch, nie unterstützend, sondern immer drauf. Das finde ich einfach unmöglich. Da muss ich jetzt mal einen Satz was sagen. Das finde ich unmöglich und es kostet Arbeitsplätze und es ist echt ein Witz. Wer schadet im Moment mehr? Die deutsche Autoindustrie, vertreten durch VW, sich selbst oder die Grünen der deutschen Autoindustrie? Jeder auf seine Tour. Und ich glaube, das ist einfach so, es stimmt ja, wir haben ja keinen Dissens in der Einschätzung dessen, was passiert ist. Wenn das kriminell, es wird eine Strafanzeige gestellt, wir werden Leute möglicherweise, die, ja, ich meine, wenn es schwerer Betrug ist, dann ist das sozusagen etwas, wo man einfährt, ist doch vollkommen klar. Es geht jetzt einfach nur, wie gehen wir damit um? Reden wir im Bausch und Bogen, VW runter, beschreiben deren Technologie als alt und so weiter. Das führt an der Sache einfach vorbei. Und da muss man den Grünen einfach den Vorwurf machen, dass sie das konsequent immer schon vertreten haben, gegen die Interessen der Autoindustrie, gegen das, was da an Arbeitsplätzen ist, und kommen dann immer mit irgendwelchen Tesla-Modellen oder Prius, gucken sich die Verkaufszahlen an. Stopp, niemand will das haben. Ja, nicht nur das, niemand kann es bezahlen. Also jetzt bin ich ein durchschnittlicher Tesla kostet über 100.000 Euro. Und ich nehme nicht an, dass das ein Massenprodukt ist. Dass Sie jetzt echt ein altes Klischee bedient haben, Herr Poschardt, obwohl Sie es immer gerne bei den Grünen tun können. Ich sage Ihnen mal, ich war in den letzten Jahren sehr oft auch in Automobilfirmen und bin da mit Freude begrüßt worden. Nicht in der Aggression oder dem Klischee, das Sie jetzt verbreitet haben. Ich habe mir neue Autos angeguckt. Ich war auf der Teststrecke, auch bei VW. Und wir haben lange und intensiv diskutiert. Und dann behaupte ich mal, dass wir mittlerweile bei der deutschen Automobilindustrie gern gesehen sind, weil sie haargenau eines wissen, dass wir als Grüne in der Lage sind, über die Technologie und die Entwicklung der Zukunft zu reden. Wir haben auch mit der Automobilindustrie zum Beispiel mit verschiedenen, auch mit dem Daimler, über die Frage Datenschutz und Wahrheit und so weiter in der ganzen Software und geredet. Da sind wir wichtige Gesprächspartner. Und da, glaube ich, schätzen Sie uns und die Wirkung an der Stelle vollkommen falsch ein. Und wenn ich
Wir haben die Debatte ja bei der Atomenergie auch schon gehabt. Da hat man auch gesagt, die Grünen sind die Spinner. Heute sind die großen alten Atom- und Kohleunternehmen dabei, verzweifelt sich zu trennen in das alte und in das neue Unternehmen, zukunftsorientiert, damit auf den Finanzmärkten für das Neue, die neue Energie, überhaupt Geld investiert wird. Und ich sage Ihnen, ich bin fest überzeugt von deutschen Autos und ich rede auch immer gern über deutsche Autos. Und trotzdem musste ich, vielleicht ist das auch die Frage zum Beispiel bei VW, muss man sich doch als Geschäftsmann, Unternehmer knallhart mit der Frage auseinandersetzen, was ist das Image, das gebraucht wird, was sind die Interessen der Kunden, vom Auto bis zu allen technologischen Fragen. Wie kriegt der Verkehrsbereich eigentlich mit deutschen Autos hin, eine rapide CO2-Emissionsreduzierung zu machen? Sind wir dann vorne? Und eins wissen Sie auch, wer das erste schicke und moderne Modell hat, hat halt den Spin. Das ist wie beim Toyota Prius. Und jetzt will ich Ihnen noch einen Satz sagen zu dem 2007er-Geschichte. Da habe ich gesagt, wenn die Deutschen... Leute kauft Hybridautos von Toyota. Dann muss man den Deutschen ja fast empfehlen, Hybridautos von Toyota zu kaufen, wenn die Deutschen nicht in der Lage sind, moderne Autos zu machen. Und zwar in einer Situation, wo Merkel und Gabriel, damals Umweltminister, ständig nach Brüssel gefahren sind und dafür gekämpft werden, Sie erinnern sich vielleicht, gekämpft haben, dass die Abgaswerte für Neufahrzeuge rapide nach oben gehen. Ja, warum rapide denn? Nach oben Industriebühne, Sie wissen doch genau, woher das kommt. Wir haben doch, das haben Sie alle gesagt. Wenn da so ein Fiat 500 gegen den Mercedes antritt, dann müssen Sie schon an den Abgaswerten was ändern. Damals war das Argument, wir können nur Wollen große Sie die nicht Autos, mehr bei uns verkaufen? Nee, wir können nur große Autos, wir können die kleinen nicht so, aber die Franzosen. Aber damals habe ich mich schon drüber geärgert, weil ich gedacht habe, wo ist denn deutsche Ingenieurskunst? Jungs, warum wart ihr nicht weiter? Aber mindestens Sie wird man... Bosch erwähnt in dem Zusammenhang, ja, die Technologie gebaut die das alles, haben. Ja, und die eigentlich eine Menge können, genau, auch beim Hybrid. Aber insofern sind wir ja mit der Ingenieurskunst viel weiter. Aber mindestens wird man heute die Frage stellen, was ist eigentlich technologisch und am Markt passiert, auch bei VW oder bei anderen, von 2007 bis heute, da hätte man ja eine entsprechende Umstellung machen können. Und ich sage Ihnen, mir liegen Autos aus Deutschland, genauso wie der Maschinenbau und so, wirklich am Herzen, die deutsche Ingenieurskunst. Aber jetzt haben wir ein Problem. Ich finde, ganz weil man genau zu langsam war, heißt das Problem nämlich nicht nur für VW und die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort was, sondern VW ist das Flaggschiff der deutschen Automobilindustrie und auch ein Flaggschiff für den Maschinenbau. Alle Unternehmer, die ich treffe, mit denen ich rede, die haben richtig Angst, dass das ins Kontor haut und das Image für alle anderen verschlechtert. Aber gerade dann dürfen wir das jetzt nicht kaputt reden, Frau Kühner, sondern es ist unsere Aufgabe, auch als Politiker, darauf zu achten, dass die deutsche Wirtschaft jetzt nicht einen Gesamtschaden nimmt. Nein, Herr Fuchs, aber Herr Fuchs, man wird nicht durch gesund reden besser, sondern indem man es wirklich umbaut. Obama hält die Hand über die Pickup-Trucks. Jetzt reden alle durcheinander, dann wird man gar nichts verstehen. Ich will noch mal zurückkommen zu dem, was jetzt gerade ist. Es ist ja nicht, dass hier der VW-Konzern in übler Nachrede stünde. Sie haben ja alles zugegeben, das, was passiert ist. Wir haben den Film gezeigt, Sie sind auch sehr frühzeitig darauf hingewiesen worden und der VW-Konzern oder aber irgendjemand bei VW, der bei dem Treffen dabei war mit der Umweltbehörde, mit der Luftschutzbehörde Kaliforniens, hat dann nicht reagiert, hat nichts getan. Auch deshalb, so sagt man ja, fällt jetzt der Schaden so erheblich aus, weil man gesagt hat, Leute, jetzt zeigen wir euch mal, was eine Hake ist. Man muss wissen, die Abgaswerte sind strenger in den USA. Die Regulierung, das ist nebenbei interessant. TTIP, ne? Ja, genau. Das macht man sich so nicht klar. Haben Sie vollkommen recht. Und es ist klar, dass man mit der dortigen Umweltbehörde nicht spaßen kann. Deshalb die Frage, wenn all das schon bekannt war, warum ist irgendjemand im Konzern oder aber der Konzern, vielleicht auch mit Wissen von Herrn Winterkorn, weitergegangen in dieses Risiko und hat diesen immensen Schaden nun riskiert? Das ist wirklich auch schwer vorstellbar. Ich meine, ich habe den Film ja von Ihnen eben gerade gesehen und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass das nicht zu Konsequenzen geführt hat. Man hat zwar eine Rückrufaktion gemacht, man hat, stand da drin, Recall. Weiß man nicht genau, wie es abgelaufen ist. Wir haben versucht, überall zu finden, ob wir darüber einen Zeitungsartikel finden. Auch noch eine Frage von einer groß angelegten Recherche. Das findet man nicht, scheint ein bisschen unter der Hand gelaufen zu sein. Das werden wir in den nächsten Wochen mit ziemlicher Sicherheit genau hören. Aber wenigstens ist es in dem Gespräch versprochen worden. Absolut. Ja, also zumindest steht es ja da drin, dass dann eine Rückrufaktion von 500.000 Autos gemacht wird. Freiwillig. Also freiwillig. Mhm. Und die werden ja wohl dann auch teilweise zumindest gemacht worden sein. Sie haben sie auch gemacht, aber nicht mit der sein. Öffentlichen Begründung. Und dann werden sie die Autos überprüft haben. Vielleicht haben sie gedacht, sie kämen drumherum.
Und sie kämen damit, oder damit würden sie es schon rausbringen. Das ist ein Fehler gewesen und das hat man ja nun auch das Werk inklusive Winterkorn, inklusive Aufsichtsrat heute Morgen zugegeben. Ich meine, es war ja, ist ja ganz klar, es hat ja niemand irgendwie nur versucht, daran rumzudrehen. VW hat einen Riesenfehler gemacht, sie werden dafür gerade stehen müssen, sie werden dafür übel büßen. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst nicht jetzt die Mitarbeiter mit in Gefahr kommen. Ich habe heute auch noch Interviews gehört mit Mitarbeitern, die da alle vor dem Werkstor gestanden haben und die waren ziemlich erschrocken und die haben Angst für ihre Arbeitsplätze. Das hilft doch nicht, das gesund zu reden. Das ist, es nützt überhaupt nichts. Das VW muss das jetzt durchhalten, muss es hinbekommen, muss aber trotzdem aufklären und so schnell wie möglich Abhilfe schaffen. Und wie groß ist jetzt schon der Schaden für das Ansehen der deutschen Industrie, von Made in Germany, von der deutschen Ingenieurskunst? Also wir haben Tausende von Unternehmen, die tolle Produkte herstellen in Deutschland. Mhm. Nicht nur die ganz Großen, nicht nur die Automobiler, nicht nur die Maschinenbauer, die Chemie etc. Überall gibt es ganz tolle Firmen. Wir haben über 1500 sogenannte Hidden Champions, die kleine Produkte, die Weltgeltung haben. Verborgene Meister. Ja, die Weltgeltung haben, herstellen. Das finde ich hervorragend. Und jetzt zu sagen, Made in Germany ist dadurch gefährdet, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Wir sollten das nicht machen und wir sollten es auch vor allen Dingen nicht kaputt reden. Mhm. Im Gegenteil, wir sollten jetzt sagen, da hat ein Unternehmen einen Fehler gemacht, einen dicken Fehler gemacht, den müssen sie jetzt reparieren. Dafür müssen sie gerade stehen, dafür müssen sie viel Geld in die Hand nehmen. Und dann muss das auch rum sein. Aber jetzt die Industrie kaputt zu reden, halte ich für ein äußerst gefährliches Spiel. Man muss doch auch mal die Frage nach der Ursache stellen. Warum machen das Unternehmen? Sie machen es, weil sie in einem mörderischen internationalen Wettbewerb, wie Herr Winterkorn das ja auch strategisch ausgelobt hat, die Nummer eins werden wollen. So. Und dann kommt es zu solchen Exzessen, dann kommt es auch zu solchen... Ja, dann machen Sie es an Winterkorn fest jetzt. Ja, ich mache es jetzt natürlich an Winterkorn fest, weil er als Vorstandsvorsitzender diese Doktrin, diese Strategie ausgegeben haben. Wir wollen Volkswagen zum größten Konzern, zum größten Automobilkonzern der Welt machen. Was ja mittlerweile auch, kann man ja sagen, jetzt im ersten Halbjahr zumindest Toyota abgelöst hat. So, und dann passiert das eben. Dann passiert das eben und wir müssen aber eins, und da möchte ich gerne auch hier in dieser Diskussionsrunde das auch nochmal... Das heißt, man kann sich nur zum Erfolg manipulieren? Man kann sich dann nur zum Erfolg auch manipulieren, ja. Sehen Sie mal... Das sehe ich aber nicht so. Ja. Wir haben ja noch viele Unternehmen in Deutschland, die hervorragend funktionieren. Ja, und die haben sich nicht zum Erfolg, wollen die doch nicht alle als Manipulateure bezeichnen. Lassen Sie mich doch mal den Gedanken zu Ende bringen. Wenn Unternehmen unter einem ungeheuren Wettbewerbsdruck leiden, dann kommen die übrigens auch, Herr Fuchs, auf die Idee, dann sprechen die Preise ab. Schauen Sie mal die Kartelle an, die aufgeflogen sind, die vielen, in den letzten Jahren. Ja, dann passiert das genauso. Oder man könnte auch sagen, es passieren eben andere Dinge, weil der Druck so groß geworden ist. So, aber ich möchte die Diskussion noch mal in anderen Fokus. Man muss Volkswagen, ich erinnere auch mal an die Peter-Hartz-Affäre bei Volkswagen, die ist ja auch schon wieder offensichtlich vergessen. So, aber will ich jetzt hier nicht thematisieren. Gut. So, ich möchte mal gerne thematisieren, dass Volkswagen auch ein Konzern ist. Das sind sie übrigens alle, die Großen, die auf ihrer Beschaffungsmarktseite bei den Zulieferern ausbeuterisch vorgehen. Die Zulieferanten, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, werden geknebelt, ausgebeutet. Mhm. Das ist auch ein Riesenproblem. Da finden gigantische Umverteilungsprozesse statt zwischen den Unternehmen. Da verlangt VW... Ich möchte bleiben bei dem Punkt, den Sie ja selber ins Spiel gebracht haben, nämlich zu suchen nach einer Ursache, haben Sie gesagt. Ich würde sagen, eine Erklärung dafür, dass der Konzern, dieser hoch angesehene Konzern, in ein derartiges Risiko gegangen sind. Sie haben gesagt, er hat sich zu große Ziele gesetzt. Können wir uns kurz mal angucken, vielleicht wer das nicht kennt, wie nämlich genau der Plan war. Heute würde er heute auch nicht mehr sagen, sagt Herr Fuchs gleich. Herr Poschardt, wer weltgrößter Autokonzern werden will, muss der, um der Argumentation von Herrn Bontrup zu folgen, tatsächlich das um jeden Preis versuchen und sich um jeden Preis Wettbewerbsvorteile verschaffen? Nein. Ich glaube, die Compliance-Regeln machen das eigentlich unmöglich. Compliance-Regeln heißt, dass man sich intern ein Regelwerk verordnet, wo man sagt, wir verhalten uns klasse. Jetzt ist so ein Stück weit zynisch.
Muss ich Ihnen jetzt ganz klar sagen, wenn Sie Compliance-Regeln hier anführen, dann gucken Sie sich, ich sage das noch einmal in aller Deutlichkeit, gucken Sie sich die Ausbeutungsverhältnisse aller großen Konzerne bezogen auf den Lieferanten an. Das hat mit marktwirtschaftlicher Ordnung nichts mehr zu tun. Das ist Machtmissbrauch. Die großen Konzerne holen sich an ihren Beschaffungsmärkten, holen sich ihre Vorteile, um den mörderischen, Absatzwettbewerb. Ich stelle die Frage nochmal, dass wir den Gedanken nicht verlieren. Muss wer weltgrößter Autokonzern werden will? Das weiß ich ja, dass Sie mich verstanden haben. Um jeden Preis? Ja. Wenn wir alle auf einmal reden, verstehen wir ja gar nichts mehr. Da sagt meine Mutter morgen wieder, ich habe nichts verstanden, Anne. Also deshalb nochmal. Muss der tatsächlich Wettbewerbsvorteile um jeden Preis suchen? Nein. Nein, ich glaube, es geht auch gar nicht. Und ich war ja überrascht, nachdem ich Texte von Ihnen gelesen habe, dass wir so sehr einer Meinung waren, was jetzt die soziale Verantwortung, die bei Volkswagen, wie ich finde, bei allen Unternehmern in Deutschland ja aufgrund unseres rheinischen Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft angelegt ist. Das war übrigens immer im Sepp. Ja, das ist Ihrer Meinung nach. Ich glaube, wir könnten stolz sein auf die soziale Marktwirtschaft, die wir haben. Es gibt ein berühmtes Zitat von Ferdinand Porsche, der hat gesagt, als es noch keine klassischen, sozialpartnerschaftlichen Regelungen gab, Anfang der 50er Jahre, ich will nicht nur, dass wir technische und ästhetische Avantgarde sind, wir müssen auch soziale Avantgarde sein. Und ich glaube, die Qualität dieser Produkte, und da bin ich vielleicht genauso sozialromantisch wie Sie, das sieht man Dingen an, wenn sie so produziert werden. Und VW hat auch, weil es eine enge Verbindung immer gab zu den Betriebsräten, zu den Gewerkschaften, viele sozialdemokratische Ministerpräsidenten, dem immer Rechnung getragen. Ich und glaube, da sind wir einer Meinung. Ja. So. Und ich glaube, der Dissens ist, Sie halten Wettbewerb für was Schlimmes und sehen überall Ausbeutung. Nein. Und ich sehe im Wettbewerb was Wunderbares. Und ich glaube, dass der Winterkorn, mein Gott, VW ist so groß, die haben diese Marken gekauft. Natürlich, der will es wissen. Und wenn Sie mit einem Ingenieur, einem Entwicklungsingenieur in der Autoindustrie sprechen, übrigens off the record bin ich mir nicht so sicher, ob die Wahrnehmung der Grünen bei den Leuten wirklich so ist, wie wenn sie es Ihnen gegenüber sagen. Vielleicht lügt man Sie auch an. Nö. Mein Satz vergesse ich überhaupt nicht, sondern ich finde interessant, dass Wettbewerb natürlich bei den Autoindustrien auch sowieso ein Formel 1, man will sich überall messen, die wichtigsten Hersteller haben sozusagen auch sportliche Ambitionen und das treibt diese Ingenieure an. Und ich glaube, der Wettbewerb zum Beispiel, wenn man die wichtigen ökologischen Kriterien der Grünen anlegt, der Wettbewerb ist auch, wir wollten ein sauberes Auto bauen. Porsche zum Beispiel hat jetzt ein E-Mobil vorgestellt, BMW hat mit dem i8 und dem i3 Autos gebaut, die auch diesen Wettbewerb aufnehmen. Ein Wettbewerb per se ist nichts Schlechtes, es kommt an, wie definiert man ihn. Und ich glaube, dass es richtig war von VW zu sagen, wir wollen die Nummer 1 werden, Frau Will, aber zu Bedingungen, die natürlich nicht kriminelle Machenschaften beinhalten. Ja. Aber das sehen wir doch jetzt, dass der Konzern das gemacht hat. Die Frage ist dann, und dann komme ich zu Ihnen, Herr Bondrup, ist dann das Streben danach, der größte Konzern der Welt zu werden, ist das für Ihr dafür halten, eine taugliche Erklärung für das, was passiert ist? Nein. Wenn es eine wäre, wäre es ein grandioser Fehler. Wenn das nur möglich wäre zu dem Preis, dann wäre es ein epochaler Fehler. Da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung. Ich glaube, nur der Wettbewerb an sich ist was Gutes. Und ich will noch eine Sache. Ich habe Ihren Text gelesen. Sie sind gleich wieder dran. Ihren Text gelesen. McLaren, kleine Autohersteller, Nischen. McLaren ist winzige Manufaktur, die können die Großen auch gefährden mit großartigen Sachen. Tesla ist auch so ein Beispiel. Sie schreiben ja oft, das sind immer große und die riesigen Konzerne, die sind ausbeuterisch. Das Interessante ist, dass so ein Hightech-Bereich ist, dass Innovation auch an Orten passiert, die eben nicht aus solchen Konzernstrukturen kommen. Also,
Wettbewerb ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, und das schreibe ich auch übrigens nicht so. Aber eine Pervertierung von Wettbewerb, die längst vorliegt, aufgrund der gigantischen Konzentrationsprozesse, die wir haben, da sind Größenordnungen entstanden und damit Machtgebilde. Und diese Macht wird eingesetzt, und die wird zweifach eingesetzt. Die wird einmal in der Wirtschaft selbst eingesetzt, die wird übrigens auch gegen unsere Volksvertreter, gegen die Politik eingesetzt. Oh ja, und wie? Und das wissen die beiden ja hier auch. Ja. So, und das ist die Gefahr. Und das ist das. Und das ist die Pervertierung des Wettbewerbs. Und jetzt will ich Ihnen an, den Satz muss ich jetzt noch sagen dürfen. Und Automobilkonzerne, die alle in ihrem Unternehmen sind ja immer mit zwei Märkten verbunden, mit dem Absatzmarkt und mit dem Beschaffungsmarkt. Mhm. Der Absatzmarkt, da sind wir alle die Kunden, wo sie Autos verkaufen. Dann haben die aber auch alle einen Beschaffungsmarkt, die Zulieferer, die die Vorprodukte liefern. So, und da üben alle diese großen Endproduzenten eine gigantische Macht aus, eine Nachfragemacht, das ist hinlänglich auch in der Wissenschaft bekannt. Leider haben wir die Gesetze nicht, da sind Sie gefordert als Politiker. Hier die Gesetze, hier werden mittelständische Unternehmen, die werden ruiniert, die werden ausgebeutet von diesen großen Konzernen. Und die holen sich dort die Gewinne. Die sind aber alle noch da. Und die sind nicht alle mehr da, hören Sie auf. Da werden Menschen dann entlassen, da werden diesen kleinen Unternehmen werden die Chancen genommen, die Gewinne genommen, die werden umverteilt. Das führt alles zu Fehlallokationen. Das nenne ich einen pervertierten Wettbewerb. Das ist was ganz anderes, was Sie da eben ausgeführt haben. Herr Fuchs, Sie fühlen sich doch zuständig für den Mittelstand. Ja, also erstmal, es gibt kein einziges Land in Europa oder kein einziges Industrieland, das so einen ausgeprägten, guten Mittelstand, starken Mittelstand hat wie wir. Ja, immer mehr gefährdet wird. Der ja auch als Zulieferer in der Automobilindustrie sein Geld verdient, da gibt es ja nun genügend. Und das kann ich also insofern nicht stehen lassen. Natürlich haben die Nachfrage gemacht, natürlich haben die auch, üben die auch Druck aus. Aber die Mittelständler sind schon clever genug, um zu wissen, wo sie ihre Chancen haben. Und sie haben sie ja, Gott sei Dank. Ich bringe Ihnen mal mittelständische Unternehmer, die würden Darf ich jetzt mal ausreden? Ja, ich höre Ihnen ja auch, dankbar zu. Also jedenfalls möchte ich eins sagen, wir haben einen ausgeprägten Mittelstand, der gerade auch der Grund ist, was für die Automobilindustrie, dass sie so innovativ ist. Denn viele, viele Produkte, die die Automobilindustrie einbaut, kommen ja aus dem Mittelstand. Die werden im Mittelstand erfunden. Klar, richtig. Machen wir uns bitte nichts vor. Das ist nicht so, als würde das alles bei VW oder Mercedes oder BMW oder was erfunden. Nein, das sind die Mittelständler, die dann kommen und sagen, bitte schön, ich habe hier ein Produkt. Und das haben sie auch. Und nehmen Sie mal die ganzen Technologien, die da kommen aus in dem Bereich Navigation und was da alles Absolut ist, das wird richtig. Im Prinzip in mittelständischen Unternehmen erfunden, richtig. In die Autos eingebaut. Und deswegen sind auch unsere Autos, mit Verlaub gesagt, die besten der Welt. Es gibt kein Land, was so gute Autos produziert wie wir. Italien hat auch noch ein paar ganz gute. Ich glaube, den Satz kriegen Sie im Moment in den USA nicht mehr so leicht unter, dass man sagt, die deutschen Autos seien die besten. Die Autos sind ja nicht schlecht. Hm. Was falsch ist, ist, dass manipuliert wurde, dass falsche Angaben gemacht wurden. Das ist ja nicht deswegen der Jetta schlecht. Der Jetta hat von mir aus einen zu hohen, der für deutsche Verhältnisse nebenbei, ist ja das Interessante, wird der zugelassen. Weil der in Deutschland einen deutlich höheren NOx-Ausstoß haben kann als in den USA. Das sind Stickstoffmonoxide. Monoxide, okay. Ja. Nehmen wir die Werte, dann nehmen wir sie doch, weil Sie haben ja den Markt angesprochen, wo sich Kunden jetzt dann doch, deshalb klagen die in den USA auch nicht zuletzt, massiv getäuscht sehen. Herr Poschert, Sie fahren einen Porsche. Wissen Sie, was der auf 100 Kilometer, wenn er neu ist, Ihrer ist, glaube ich, ein alter, oder? Ich fahre zwei alte, ja. Cool. Gut, also wissen Sie, was ein neuer auf 100 Kilometern laut Herstellerangaben verbrauchen würde? Ja, die verbrauchen richtig wenig und ich habe ja sozusagen ein Hobby, auch einen Teilberuf gemacht. Ich mache sozusagen einen Motorblock und ich fahre auch die neuen Porsches. Und natürlich ist es enorm, wie günstig man die bewegen kann. Ich bin einen 880 PS starken Porsche 918 gefahren. Das ist ein Hybrid. Der lässt sich bei sehr sportlicher Fahrweise dank dieser extrem ausentwickelten Hybridtechnologie am Ende mit 8 Liter fahren. So, guck, so. Der Normalbenziner soll 8,3 Liter kombiniert verbrauchen, also Stadt-Land zusammengemischt, glaube ich, ist das, soll er fahren. Das halten Sie für realistisch? Nein, ich meine, das kommt auf den Fahrstil an. Ich fahre so nicht. Kein Hybrid dann, wohlgemerkt, sondern ein normaler. Ja, wenn mit dem Start stoppt, es kommt auf den Fahrstil drauf an. Wenn man schleicht und so weiter, dann mag man das so hinbekommen.
Wenn also, ich einen Porsche kaufe, ich fahre ihn nicht, um Energie zu sparen. Nee. Wie realistisch. Das wäre ich. Und wenn ich ein Auto habe, um Energie zu sparen. Ich habe doch keinen Porsche zu kaufen. Weil ich Frau Künast ja auch so toll finde mit ihren Vorstellungen, ich habe einen Hybrid-Diesel-Kombi für die Familie. Und damit kann man wunderbar mit 5,5 Liter fahren. Aber wenn ich Spaß haben will, steige ich in was ein. Also sind die Herstellerangaben zu Verbrauchs- und Abgaswerten, die guckt man sich ja jetzt vielleicht noch mal anders an. Nennen Sie mir eine Ausnahme, wo Sie realistisch sind. Ich kenne keine. Es ist überall so, und das weiß man seit Jahren und nicht erst seit dem letzten Jahr, als auch also die Vorfälle in den USA waren, nicht erst seitdem auch die Europäische Kommission ja schon vor Jahren gesagt hat, es muss was getan werden, um die ganzen, das Messen zu verändern, weil man ja gemerkt hat, dass da Sensoren eingebaut werden, wo übrigens, über die haben wir noch gar nicht geredet, ich glaube, dieser und auch davor der Bundesverkehrsminister ein Totalausfall ist. Keiner hat sich um das Thema gekümmert, die Wahrheit mal zu kontrollieren. Die Deutsche Umwelthilfe und andere haben immer Gegentests gemacht und haben dann festgestellt, und zwar jenseits der Frage, wie man fährt, haben sie gesagt, so kann gar kein Mensch fahren. Selbst bei der, wenn du schleichst und das Auto noch von hinten selber schiebst, du kommst nicht auf die Werte, die andere aus den Tests dann jeweils angegeben haben. Und nachdem man auch die immer denunziert hatte, vielleicht so wie, ihr seid ja freudlose Gesellen oder ihr seid des Mathematischen nicht mächtig, stellt sich ja jetzt raus, es ist manipuliert. Und ich glaube, dass die Frage im Wesentlichen... Das gilt jetzt aber nur für VW, das wollen wir jetzt nicht verallgemeinern. Lassen Sie mich jetzt einen Satz, Herr Poschmann haben Sie auch nicht ständig unterbrochen. So, es ist jetzt so, dass wir feststellen, dass bei VW... Es wird nicht besser. Männer. Also ist ja bei VW so, dass sie da immer gemerkt haben, dass es ein x-faches, ja, das tatsächlich verbraucht. Und wir müssen uns ja jetzt, weil wir einen gesunden Menschenverstand haben, die Frage stellen, wie kommt es denn, dass auch bei anderen Fahrzeugtypen, anderen Marken so eine Differenz besteht? Ich sage nicht, dass ich die Antwort darauf weiß. Ich sage Ihnen nur, wenn die deutsche Automobilindustrie in Zukunft weiter gut darstellen will, die jetzt alle irgendwie still sind, dann fängt man jetzt an, das zu kontrollieren und zu testen, weil alle Technologie drin haben und weil Herr Fuchs... Und waren Sie Verbraucherschutzministerin, Frau Künast? Warum haben Sie damals die Verbraucher nicht besser geschützt, wenn Ihnen klar ist, seit Hunderten von Jahren, dass die Werte falsch angegeben werden? Ja, weil wir damals uns immer schon um eines gekümmert haben, als die Gerüchte aufkamen, da ist was, überhaupt mal Tatsachen auf den Tisch zu bringen an der Stelle. Und die konkreten Unternehmungen muss dann der Kollege Bundesverkehrsminister machen an der Stelle. Aber schön, dass Sie mich fragen, was vor so und so vielen Jahren war. Ich frage mal, was haben denn in der ganzen Zeit die Bundesverkehrsminister getan? Die müssten eigentlich dafür sorgen, dass beim TÜV nicht nur der TÜV sich andockt an die Software des Autos und dann die falschen Daten daraus zieht und sagt, schön, sondern dass er tatsächlich hinten testet. Die müssen dafür Sorge tragen, dass der TÜV in Zukunft auch die Software prüft an der Stelle. Und ich sage ihm mal, dazu gehört auch, dass das Bundesverkehrsminister, das ist nicht das Verbraucherministerium, das die Zuständigkeit, dass die Bundesverkehrsminister dafür sorgen, dass diese Kumpanei, die es in dem Bereich gibt, ja, man glaubt den Automobilherstellern immer was, dass da auch Kontrollen sind. Lassen Sie mich kurz dazwischen, Frau Künast, weil ich will ja nur Ihren Gedanken aufnehmen, nämlich unter Realbedingungen müsste getestet werden, ist Ihre Haltung, ist aber auch die Haltung des Umweltbundesamtes, das ist verschiedentlich schon gesagt worden. Auch des Bundesverkehrsministers, wenn ich das sagen darf. Ach ja, das war noch nicht so deutlich geworden. Aber, Frau Wild, es gibt eine europäische Richtlinie von 2011, die jetzt sich in der Umsetzung befindet, wo die alten Testmethoden aufgehoben werden sollen. Die alten Testmethoden sind Labormethoden. Im Prinzip wird so ein Auto auf so einen Rollenprüfstand, so heißt das Ding, gestellt. Und da werden die Tests gefahren, da wird das Auto beschleunigt, gebremst, damit man vergleichbare Ergebnisse hat. Sie kriegen über eine Straße, Frau Künast, ich habe Ihnen da auch zugehört. Höchste Zeit, würde ich sagen, nicht echt kontrolliert. Höchste Zeit, Fuchs, dass das umgesetzt wird. Denn wenn Sie sich anschauen, und jetzt einmal muss man sich ja das jetzt auch klar machen, was heißt das denn eigentlich für den deutschen Automarkt, wo ja auch Dieselfahrzeuge von VW gefahren werden und deren Werte stimmen auch nicht. Ist das der Fehler gewesen, dass man das der deutschen Automobilindustrie oder möglicherweise auch nur VW zu lange hat durchgehen lassen? Ich glaube nicht, dass das so ist. Wir müssen jetzt einfach mal sehen, die Testmethoden, die man da hatte, die sind falsch.
weil sie nicht der Wirklichkeit entsprechen. Sie müssten einfach einen Live-Test machen, also einen Fahrttest machen. Und diese ganzen Tests dann aber auch, sie müssen sie standardisieren. Anders geht das nicht, sonst können sie nicht die Fahrzeuge miteinander vergleichen. Vor allen Dingen auch europäisch nicht vergleichen. Und Herr Fuchs, es kann ja nicht sein, Sie dass also ein französisches Auto auf dem Rollenprüfstand getestet wird und ein deutsches Auto unter Live-Bedingungen. Aber wollen Sie dem deutschen Auto ein gutes Image geben? Man kann es doch nicht mit dem Franzosen vergleichen. Erwarten Sie nicht auch von einem Autohersteller, dass er Abgaswerte unter realen Bedingungen testet? Das Ding soll ja auf der Straße fahren und nicht dauernd nur im Labor. Es gibt eine Vorschrift, wie die Dinger getestet werden müssen, wie die Autos getestet werden müssen. Und die ist europäisch reguliert. Und sie hat auch nur dann Sinn, wenn sie europäisch reguliert ist. Denn sonst haben wir einen Wettbewerbsnachteil für ein Land, was eine schärfere Regulierung hat. Deswegen müssen gemeinsam in Europa die Regeln aufgestellt werden. Da wird zurzeit zwischen den Verkehrsministern der Länder verhandelt. Das ist nicht ganz einfach. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es da unterschiedlichste Interessenlagen. Und genau das muss jetzt hinbekommen werden. Ich bin dafür, dass wir vernünftige und strenge Abgasregeln haben. Von mir aus ja sogar auf amerikanischem Standard. Das ist ja eine Frage dieser ganzen TTIP-Verhandlungen zurzeit jetzt auch. Die Amerikaner wollen ja mit ihren Standards nicht runtergehen auf unsere Ebene. Da müssen wir jetzt ran. Darüber müssen wir diskutieren. Aber das kann nur europäisch gelöst werden. Sonst werden einzelne Länder benachteiligt. Und da bin ich natürlich dagegen. Warum hat man es nicht ein bisschen ernster genommen mit dem Umweltschutz, Herr Bontrup, bislang, dass man den Autoherstellern europaweit nicht nur Grenzwerte vorgegeben hat, sondern auch entsprechende Kontrollverfahren aufgelegt hat? Ja. Also wir müssen doch hier wirklich auch mal, jetzt sage ich das mal als Bürger, an unsere Volksvertreter gerichtet. Wir stehen ja vor dem nächsten Klimagipfel jetzt in Paris, Umwelt. So, aber technisch, Herr Fuchs und ich sind nicht einer Meinung, ja, wir können uns bitte nicht vergleichen. Das ist mir schon klar, Frau Blas. Aber das wäre aber auch schlimm. Jetzt lassen Sie mich auch mal. Ja. So, und es ist technisch sicherlich heute viel mehr möglich und auch notwendig vor dem Hintergrund der Umwelt hier zu tun. Gerade die Automobilindustrie ist hier ein doch immer noch großer Emittent. Und da schließt sich jetzt der Kreis meiner Argumentation, die Macht. Die ungeheure Macht dieser Branche, sie ist potent, sie ist natürlich riesenbedeutsam für die gesamte Volkswirtschaft. Und diese Macht... Für die Arbeitsplätze, ne? Jetzt denken Sie mal nicht immer gleich an die Arbeitsplätze. Okay. Doch, wenn Sie von der CDU, dann denken Sie immer nur an Arbeitsplätze, aber Sie meinen den Gewinn. So, und das ist kein Unsinn. Ohne Gewinn gibt es nebenbei keine Arbeitsplätze. Denken Sie doch mal an die Arbeitsplätze von morgen. Herr Fuchs, ohne mit Fahrrädern von den Grünen. Also hier kann man, in dieser Runde kann man nicht mal einen Gedankengang zu Ende bringen. So. Mir auch schon gar ja, aber jetzt, aber Frau Böll, Sie geben mir die Chance, ich weiß das ja. Ja. Dass diese Macht natürlich eingesetzt wird, das ist klar. Ich hatte das ja schon mal eben ausgeführt. Sie wird eingesetzt immanent in der Wirtschaft. Beschaffungsmärkte, Absatzmärkte gegenüber Kunden, gegenüber Lieferanten. Und da geht natürlich dieses Machtgebilde der Automobilindustrie daher und setzt diese Macht auch gegenüber der Politik ein und verlangt da natürlich niedrigste Standards, niedrigste Werte, weil es alles mit Kosten verbunden ist. Das ist doch völlig klar. Und unter sonst gleichen Bedingungen mache ich gleichen Absatz, mache ich einen gleichen Umsatz, bedeuten mehr Kosten weniger Gewinn, Herr Fuchs. So einfach ist die Welt in der Ökonomie. Ja. Herr Poschert, die deutschen Diesel, frage ich jetzt. Die deutschen Diesel, was ist jetzt mit denen? Muss man sich darauf einstellen, dass Besitzer der Autos alle klagen werden, dass sie Regressforderungen stellen, dass sie zum Beispiel sagen, ich hätte übrigens meinen gern nächste Woche verkauft, aber den werde ich jetzt nicht mehr quitt? Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung. Ich finde es eine interessante Fragestellung. Und natürlich wird, wenn sich herausstellt, dass dort in diesem Umfang manipuliert wurde, auch an Autos, die hier verkauft werden sind, denke ich mal, wird sich ganz schnell Klagegemeinschaften finden. Das hat man schon an einer oder anderen Stelle erlebt. Ich finde das auch richtig. Verbraucher müssen diese Rechte haben. Dann wird sich VW noch mal mit ganz anderen Klagen auseinandersetzen. Und ich sehe dort auch das Image von VW wirklich dann zertrümmert, wenn es nicht so ist. Ich würde nur gerne noch mal und jetzt ohne jede Polemik ein bisschen diese Fixiertheit auf Zahlen in Frage stellen. Weil es stimmt möglicherweise, dass nicht jeder Autofahrer diese Verbrauchswerte hinstellt.
A, weil er sich entscheidet, mir ist es egal, dann braucht es halt einen Liter mehr, aber ich habe mehr Spaß beim Fahren. Oder aber, das ist mir gar nicht so wichtig als ein Kriterium beim Autokauf, sind andere Kriterien. Es gibt auch so Sachen, das habe ich ja immer vermisst, und da waren die Grünen schon mal weiter. Es gibt ja auch so einen Gedanken wie Nachhaltigkeit. Da ist zum Beispiel so, dass es gerade Luxusautos sind oder Sportwagen, ob sie aus Italien oder aus Baden-Württemberg kommen, die sind, haben deshalb eine ganz hervorragende Ökobilanz, weil die nicht weggeworfen werden. Es gibt einen Autohersteller in Baden-Württemberg, da gibt es 80% aller jemals produzierten, fahren noch. Das heißt, sie wissen, bei der Ökobilanz ist das Verschrotten, das Wegwerfen sozusagen ein großes Problem. Und es gab sozusagen beim Club of Rome auch Überlegungen zu sagen, Dinge, die vererbt werden können, sind ökologisch gut und ist was Nachhaltiges. Und ich finde diese Verengung auf diese Vergleichswerte, CO2-Ausstoß, ich finde, angesichts des Energiemixes, den wir jetzt haben mit so vielen Kohlekraftwerken, Sie kennen diese Untersuchung, glaube ich, die Sie auch irgendwo mal kommentiert haben oder ein anderer Grüner, wenn wir diese Elektroautos haben und wir wollen wirklich, dass sie vom CO2-Ausstoß eine Verbesserung sind, in dem Moment, wo, glaube ich, nur die Hälfte davon Energie ist aus Kohlekraftwerken, ist dieser Vorteil schon weg. Ich will damit sagen, das Ding ist viel komplexer als diese Fixierung auf diese zwei, drei Werte. Und ich finde, die deutsche Autoindustrie hat früh erkannt, dass man Ökologie ernst nehmen muss. Sie hat es vielleicht nicht in dem Ausmaß erkannt, das kann man ihr vorwerfen. Aber wenn sich die Autos anguckt, eigentlich alle Hersteller liefern Volumenmodelle ab, die deutlich weniger verbrauchen als vor 2 oder 3 Jahren. Also das ist ja so auch nicht richtig. Wie lange hat die Automobilindustrie den Cut versucht zu verhindern? Also so ihre Rede, ja, bis zum Katalysator. Also ihre Rede in Ehren, aber die ist mir zu einseitig. Die ist auch nicht haltbar wissenschaftlich. Also was ist denn daran wissenschaftlich? Ja, wissenschaftlich ist, dass ich versuchen muss, die Objektivität darzustellen. Und objektiv ist, und das gibt, da gibt es viele Untersuchungen, dass die Automobilindustrie, gerade was den Umweltschutz anbelangt, gerade die deutsche, nur mal als ein Beispiel, die Einführung des Katalysators vehement bekämpft hat. Da waren die Franzosen, die hatten den schon eingeführt. Ja, aber das sind Autos, die alle verschrottet sind. Da hat man das in Deutschland immer noch bekämpft. Ja, sie verengen also das ja auch das jetzt wieder auf einen Faktor. Nein, nicht auf einen Faktor. Ich will den Gedanken aufnehmen. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat jetzt gesagt, sie will gegen VW ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Deutschland erreichen. Halten Sie das auch mit Ihrer ministeriellen Vergangenheit für realistisch und für umsetzbar? Schwere Frage. Jetzt muss ich mir angucken, wie die Argumentation ist von der Deutschen Umwelthilfe, warum sie dieses und wie sie das begründet. Weil mit den Werten manipuliert worden sei und weil das nicht das sei, was das man... Das kann aber nur um die VW-Fahrzeuge gehen. Jetzt heißt genau, aber um die VW-Fahrzeuge. Also es kann ja immer nur um die Fahrzeuge gehen, die als Fahrzeug den Wert nicht einhalten und deshalb sich nicht bewegen dürfen. Ja, so ist es in einem demokratischen Rechtsstaat. Wer sich da nicht systematisch dran hält, muss damit rechnen, dass es eines Tages einer rausfindet und die dann sagen, jetzt reichen wir eine Klage an, damit nicht. Da hat jede Gruppe ihre Werkzeuge und deshalb will ich mal eins sagen, bei der Diskussion, die wir jetzt hier hatten, weil Herr Posch hat ja darüber redet, ganzheitlicher Ansatz, Sie haben aber selber dann manches gar nicht genannt. Zum Ganzen, ja, da bin ich gar nicht zu übertrumpfen in der Nachhaltigkeit. Ja. Gerade den Nachhaltigkeitsbegriff, also Ökologie, Ökonomie und das Soziale zusammenzubringen, und zwar nicht für gestern und heute, sondern auch für morgen, nächstes und übernächstes Jahr, genau das hat VW ja im Ergebnis nicht geschafft. Sie haben Dinge auf den Markt gebracht, bei denen sie tricksen musste, wer immer es auch entschieden hat. Betricksen oder genau systematischen Verbraucherbetrug und möglicherweise bei 11 Millionen Fahrzeugen, ja, was Sie ja selber gesagt haben. Und wenn Sie auf diesen Punkt gehen, Herr Porsche, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn Sie Ihren Porsche noch so und so viele Jahrzehnte fahren. Das finde ich auch schön, wenn Sie Ihre Sachen nicht wegwerfen. Und ich weiß auch, dass... Ja, gar nichts wegwerfen. Ich weiß auch, dass wir... logischerweise ja so einen Punkt haben, dass auch ein Elektroauto möglichst nicht mit Atomstrom fährt oder so. Aber so klein geguckt und ein bisschen so gemein, jeder hat ein Problem. Darum, das ist auch gar nicht der Punkt. Die Frage ist, wie sehen die Märkte von morgen und übermorgen aus? Wie schaffen wir es in Deutschland, in Europa, in den Industriestaaten bis 2050 den CO2-Ausstoß auf
-90% zu bringen. Da wird die Automobilindustrie, die gesamte Mobilität ihren Beitrag zu bringen müssen. Und da möchte ich, dass die deutschen Unternehmen vom Maschinenbau bis Automobil darauf eingestellt sind. Wie schaffen wir das? Wir reden über digitale Agenda und wir haben einen digitalen Ausschuss im Parlament. Wo ist denn dann die Geschichte, dass wirklich das, was an Digitalem angewandt wird, an Software, auch wirklich Made in Germany am Ende als Begriff verdient? Und die Unternehmen müssen so aufgestellt werden, dass sie das auch kreativ zueinander bringen. Und das VW ist der spannende Punkt und nicht irgendwelche Parteipolitik. Stellt sich nun neu auf. Am Freitag sitzt der Aufsichtsrat wieder. Wer dann neuer Vorstandsvorsitzender wird, erfahren wir vielleicht dann. Danke Ihnen für die Diskussion. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss und Wiedersehen.